So, es wird gerade Nacht. Das interessiert mich jetzt aber herzlich wenig. Wir müssen jetzt einfach hier mal anfangen. Und zwar bin ich jetzt das erste Mal dabei, so ein bisschen in Ruhe zu gucken, was haben wir eigentlich wo stehen. Wir haben so viele Zutaten und ich überlege jetzt gerade, was man in nächster Nähe lagern sollte und dann unter Umständen auch in diesen abgegradeten Schubfächern, die mehr Fassungsvermögen haben. Tatsache ist, wir haben hier einiges doppelt. Ich habe gerade schon so ein bisschen was umsortiert. Zum Beispiel dieses Vegetable Oil, ne? Das ist hier drin. Moment, das ist hier drin. Das muss ich eigentlich komplett raus. 32 Einheiten Vegetable Oil muss hier rein. So, hier ist auch noch keine Anzeige. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 34 Vegetable Oil. Und dann haben wir hier Kornmehl. Also Maismehl müsste das ja dann sein, wenn ich es richtig übersetze. Und Flour. Also Mehl. Genau. Mehl und Maismehl haben wir da. Flour ist Mehl und das ist Maismehl. Das haben wir zum Teil da. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das irgendwie hier vorne hinpacken sollten. Wieso ist das eigentlich hier? Das nehmen wir hier jetzt erstmal raus. Hier können wir besser noch irgendwelche Getreidesachen, aber diese, das sind ja schon fertige Vorprodukte quasi. Und die würde ich natürlich gerne hier erstmal komplett rausnehmen. So, Kornmehl auch, dann schießen wir erstmal wieder ab. Das können wir für andere Sachen verwenden. Und das packen wir jetzt hier rein. Wie viel haben wir jetzt davon? 55, 10. Eigentlich können wir das auch gut und gerne so machen, dass wir das hier rausnehmen. Wieder abschließen. Auch hier haben wir jetzt noch ein Fach für Sachen, die zahlreich vorkommen. Wir können jetzt einfach mal einen Tausch machen. Wir können dieses Öl ja einfach mal da reinpacken. So, aufschließen, Öl nochmal raus. Weil Öl braucht man ja auch sehr häufig. Mal gucken, wie sich das einpendelt mit dem Bedarf an Stückzahlen. So, einen Schlüssel behalten wir mal hier. Öl da rein. Mehl da rein. Und Maismehl hier rein. Nochmal eine ganz kurze Runde gemacht. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir haben jetzt auch so ein paar freie Stellen, wenn der Bedarf doch nochmal da sein sollte. Was halten wir da in der Hand? Maismehl. Maismehl. Mais. Ach, wir haben jetzt doppelt Mehl hier reingepackt. Das ist ja doof. Mehl und Mehl. So, jetzt passt es. Alles klar. Sieht geräumiger aus. Jetzt fangen wir doch einfach mal an. Ich habe hier eben schon mal so ein bisschen rumgeguckt, was es hier für köstliche Speisen gibt, was wir denn alles noch gar nicht gemacht haben. Spiegelei oder sowas sind ja die einfacheren Sachen. Die haben wir immerhin schon mal gemacht. Fish and Chips, wie lecker. Oh, Fischstäbchen. Können wir Fischstäbchen machen? Wir haben doch Fische genug. Hier, wir haben Mehl, wir haben. Was war das denn für ein geiler Fisch gerade? Dieses grüne. Clownfisch, roher Tittenfisch. Wir haben hier Fische. Fische ist nicht unsere Stärke, sagen wir jetzt mal. Backform, Mehl und irgendwelche Fische. So, Backform haben wir. Die werden wir noch sehr häufig brauchen. Backform, Mehl. So, Mehl und Fische. Welcher Fisch ist denn sehr häufig? Wir haben doch hier und da mal geangelt. Komm. Was ist da denn? Was haben wir hier? Ach so, rohes Wildfleisch. Roher Hase. Ach Gott. Ich erinnere mich dunkel. Okay, mit Fischen sind wir in der Tat nicht ganz so gut gesegnet. Was haben wir denn hier? Roher Schlammpeitzger. Können wir den nehmen? Geht das? Ist das möglich? Ist das möglich? Können wir den nehmen? Ja, geht. Cool, Fischstäbchen. Also das funktioniert. Das funktioniert. Welchen? Wir haben echt wenig Fische, sehe ich gerade. Schade, auf jeden Fall haben wir das schon mal ausprobiert. Fischstäbchen haben wir schon mal hergestellt. Hey, super oder nicht? Super. Wieso haben wir eigentlich keine Clowns? Haben wir Clownsfische hier auch irgendwo? Haben wir hier noch Fische? Da haben wir auch noch Fische. Okay, hier haben wir noch keine Füllstandsanzeigen. Müssen auch immer noch mal gucken. Persimone, genau.
Ach, hier haben wir das Spiegelei. Guck, hier sind Spiegeleier. Gut zu wissen. Roher Katzenfisch. Müsste ja mit dem Katzenfisch auch funktionieren, ne? Katzenfisch, ein bisschen Mehl. Fischstäbchen. Nochmal Fischstäbchen. So. Pommes, wie werden die denn gemacht? Salz, Kartoffeln und Backform. Pommes. Salz haben wir. Wo sind denn hier die Kartoffeln? Müssen auch irgendwo sein. Kartoffeln haben wir doch. Selbstverständlich haben wir Kartoffeln. Da unten sind sie. Nehmen wir noch mal ein paar raus. Haben wir nicht schon mal Pommes hergestellt? Stehen die vielleicht irgendwie schon rum? Ach, da oben sind schon welche. Wie viel haben wir davon denn noch? Pommes frites, null. Okay. Aber wir haben sie schon mal hergestellt. So, Pommes. Kartoffel, Salz, Backform. Salz habe ich vergessen. Salz, Salz, Salz. Da können wir eigentlich gleich uns erstmal saftig bedienen. Vermutlich werden wir das auch häufiger brauchen. Müssen halt gucken, dass wir uns nicht total vollladen mit irgendwelchen Zutaten jetzt. So, Pommes frites. Und in Kombination. Warte, erstmal tun wir so ein paar weg, damit wir was im Lager haben hier. 1, 2, 3. So, 4 behalten wir. Und davon machen wir jetzt Fish and Chips. Da haben wir 3 Fischstäbchen. Fish and Chips. Super lecker, super geil. Fish and Chips. Haben wir die schon? Haben wir noch nicht. Okay. Neues Gericht, Fish and Chips. Reihen wir hier ein in unsere Reihe. Da kommt das hin. Sieht doch gut aus. Boah, ist das dunkel. Lass uns mal eben schlafen gehen. Das sieht man, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, wir sehen das einfach besser, wenn wir jetzt doch mal eben schlafen gehen. Gerade wenn man so in den Ecken ist. Also, Fish and Chips haben wir. Fish and Chips. Fish and Chips. Ich darf davon eigentlich darf ich nicht so viel kochen, weil dann kriege ich Hunger. Und ich weiß, ich habe das alles hier nicht im realen Leben. Das ist so traurig. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Haferflocken habe ich. Ja. Kann man eigentlich auch Haferflocken herstellen? Alter, was ist mit der Maus jetzt los? Also mit der realen Maus. Haferflocken? Zimthafermehl. Oh, geil. Was ist das denn hier? Ahornhafermehl. Kürbishaferkekse. Wie stellt man eigentlich Butter? Wir brauchen noch Butter ohne Ende, oder nicht? Lass uns mal Kekse her. Lass uns mal Kürbishaferkekse herstellen. Die finde ich ja geil. Da haben wir auch alles. Alle diese Zutaten haben wir. Wir haben das alles da. Butter haben wir ein bisschen wenig. Das müssen wir herstellen. So, Saucepan, Salz, seidenes Tofu, Schlagsahne. Was noch? Warte mal, Schlagsahne macht man doch aus Milch. Wie stellt man die denn jetzt? Rührschüssel? Milch und Rührschüssel. Wo ist die Rührschüssel? Rührschüssel? Da oben. Wir haben sogar 2 davon. So, Milch haben wir auch in unserem Kühlschrank. Wir sind ja schon bei den Kühen gewesen. Habe ich ja schon mal gezeigt. So, Frischmilch. Geil. Ach, das wird funktionieren. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Das ist so schön. Achso, wir müssen jetzt erst Schlagsahne herstellen. Genau, noch nicht die Butter. So weit sind wir noch nicht. Rührschüssel. Huch. Rührschüssel und Milch. Machen wir gleich ein bisschen mehr. Oh, lecker. Komm, lass uns gleich mal 10 Schlagsahne herstellen. Wenn, dann machen wir das richtig. So, nächster Schritt. Butter. Salz, Saucepan und Schlagsahne. Saucepan. Saucepan. Da. Salz, Saucepan, Schlagsahne.
Butter. Da können wir eigentlich gleich richtig viel von machen. So, die ganze Schlagsahne ist schon wieder verbraucht. Da können wir wirklich gleich mal so richtig zünftig ein bisschen mehr machen. So, 22 mal Schlagsahne. So, Salz. Saucepan, Salz, Schlagsahne, so, Butter. Butter brauchen wir nämlich immer wieder mal. So, Schlagsahne. Jetzt gucke ich gerade mal eben. Pommes haben wir ja schon da. Schlagsahne müsste im Überlauf landen. Genau, haben wir nämlich das erste Mal jetzt. Schlagsahne legen wir mal eben ganz kurz ab. Hier hinten, da oben. Und Butter haben wir. Zurück zu den Kürbishaferkeksen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Kürbisse, Hafer und Mehl. Mehl haben wir schon. Oder haben wir das nicht mehr? Doch, müssen wir noch haben. Flur, da ist doch Mehl. Zeigt dir jetzt an, dass wir das nicht haben. Ach so, Moment. Ach so, das ist nur die Auswahl. Sorry. Ich war jetzt gerade gedanklich ein bisschen woanders. Kürbisse und Hafer brauchen wir. Alles gut. Manchmal kommt man hier durcheinander bei diesen ganzen... Wo sind denn die Kürbisse jetzt? Oh, wo sind die Kürbisse? Da. Alter, mehr Kürbisse haben wir nicht. Uiuiuiui. Hafer haben wir dagegen genug. Reichlich. Satt und reichlich Hafer. Also nehmen wir auch Hafer mal da raus. So. Hafer. Mehl. Kürbisse. Hafer. Und Butter. Gar nicht mal so... Cool. Kürbishaferkekse. Das finde ich nice. Die haben wir auch mal hergestellt. So, haben wir jetzt gerade zufällig Hunger? Nein, haben wir nicht. Ja, siehst du auch, die sind neu. Im Überlauf. Kürbishaferkekse. Und weiter geht das hier. Eigentlich würde ich hier ganz gerne so eine Rubrik mit Fertiggerichten machen. Wir haben jetzt natürlich hier auch Obst und sowas dazwischen. Vielleicht sortieren wir das irgendwann nochmal um. Weiß ich noch nicht. Okay, die Kekse kommen jetzt erstmal da rein. Vielleicht kann man so eine Keksabteilung machen, weil es gibt ja verschiedene Kekse. Was gibt's hier sonst noch so? Ahornhafermehl. Pfirsichhafermehl. Zimtapfel. Das können wir alles herstellen. Das können wir alles herstellen. Zimtpulver. Wie stellen wir das denn her? So, Äpfel haben wir. Zimtpulver. Zimt und Mörser und Stößel. Stössel. Wo ist Zimt? Oh, ich habe immer so Angst, dass ich das nicht finde. Warte, was haben wir hier denn? Wir haben das schon mal hergestellt. Da oben ist ja... Nee, Kakaopulver ist das. Wo ist jetzt Zimt? Wir haben Zimtpulver garantiert noch nicht hergestellt. Ich wüsste nicht wann. Ich wüsste nicht wann. Ich weiß aber auch nicht, wo Zimt ist. Wo ist Zimt? Wo ist Zimt? Siehst du das? Ich sehe es nicht. Wo ist Zimt? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Müssen wir doch sehen. Zimt. Oh Mann. Oh Mann. Da. Ein Glück. So. Wie viel Zimt haben wir denn? 14. Nehmen wir mal 4 raus. So, Zimt. Zimtpulver. So, Zimtapfel-Hafermehl. Auch noch nie gehört. So, Hafer und Apfel brauchen wir noch. Hafer und Apfel. Hafer haben wir schon. Hafer haben wir schon. Nehmen wir noch mal ein bisschen mehr mit.
Und Äpfel. Äpfel. Da sind Äpfel. Nee, das sind Tomaten. Wo sind Äpfel? Da. Äpfel sind ja so gesund. So gesund. So. Rührschüssel. Ein bisschen Hafer. Ein bisschen Zimtpulver. Und ein bisschen Apfel. Oh, wie lecker. Und wieder 4 Stück. So, ich habe immer noch keinen Hunger. Können wir auch schon wieder ablegen. Einmal die Kontrolle. Also auf diesen Überlauf, ne, möchte ich nicht mehr verzichten. Der ist total wichtig, finde ich. Anders kannst du eigentlich auch gar nicht arbeiten. Du musst eigentlich bei so einem automatischen Schubfachsystem immer so einen Überlauf haben. Musst du einfach. So. Okay, das ist vom Prinzip immer gleich. Hier kommen halt nur Pfirsiche rein. Dann haben wir hier Ahorn. Ahornsirup, wie stellt man den denn her? Ahornsirup. Wieso steht das da nicht? Ahornsirup. Wieso steht das da nicht? Wächst am besten in Forest Plains. Es wächst kein Ahornsirup irgendwo. Oder? Ich habe doch, also ich habe Ahornblätter, aber wie stelle ich jetzt diesen Ahornsirup hier? Also eine Presse haben wir hier. Wir können also mit einer Presse können wir arbeiten. Aber ich weiß gerade nicht, wie man das herstellt. Man findet doch nicht einfach Ahornsirup. Wer weiß das? Okay. Was haben wir hier? Pfannkuchen mit Ahornsirup. Na toll, super. Waffel mit Ahornsirup, super. Finde ich geil, ja, es ist schön. Ahornwurst, was? Ich habe keinen Ahornsirup. Okay, wir können einen Haufen anderer Sachen machen, ganz ehrlich. Das muss jetzt nicht sowas sein. So, dann gehen wir nochmal eben hier auf Seite 28 oder wo das war. Da waren nämlich die ganzen feinen Sachen. Erdnuss, Butter und Gelee-Sandwich. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel daran, dass wir damit schon mal oben auf der Hochweide gearbeitet haben, in unserer Hütte, auf der Hochweidenhütte. Da haben wir sowas hergestellt. Da wollten wir nämlich uns ein bisschen vegan ernähren, eine Zeit lang auf jeden Fall. Und da haben wir sowas hergestellt, Curryreis. Oh, ich bin ja nicht so ein ganz so ein großer Freund von Curry, muss ich zugeben. Ketchup, oh, Ketchup brauchen wir doch. Ketchup, das ist doch wohl das Einfachste hier. Saftpresse. Haben wir eine Saftpresse? Warum haben wir keine Saftpresse? Presse. Können wir nicht Tomaten einfach in die Presse packen? Geht das nicht? Geht sowas nicht? Lass uns mal Tomaten in die Presse packen. Ohne Scheiß. Geht nicht. Wir müssen eine Saftpresse haben. Also, wir haben oben auf der Hochweide eine Saft. Warte mal, wir haben doch... Hier ist doch eine... Da ist doch eine. Wir haben doch alles da. Was will ich denn? Wir haben doch alles da, meine Güte. Geilo. Das ist ja geil. So, jetzt tun wir mal eben so ein paar Sachen wieder weg. Damit sich das wieder alles so ein bisschen einsortiert hier. Das lassen wir mal. So ein bisschen hier in die Ecke sortieren. Auch die Butter können wir mal kurz einsortieren. Wir wissen ja, wo sie steht. Und Ketchup, gleich mal zur Kontrolle, sortiert sich hier ein und es wird wieder Nacht. So, Ketchup geht in diese Ecke. Und da es dunkel wird, gehen wir mal einmal nach oben. So. Gute Nacht.